Hallihallo, werte Zuschauer. Halt die Klappe, wenn ich mein Publikum begrüße, du Affe. Wir gehen heute zurück ins Hügelland. In den Sumpf wollen wir nicht. Wir können ins Oh nee, ich will doch gar nicht ins Hügelland. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich darf nicht so früh aufnehmen. Okay, dann schön, dass wir hier mal waren. Naja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Holt sie mir! Holt sie mir! Ach, Mann, oh Mann. Bringt mir mal bitte die ganze Lebensenergie, weil wenn wir schon mal hier sind, dann könnt ihr die auch echt mitbringen. Danke. So, und jetzt kehren wir wieder zurück in den Turm. Schwupp. Denn eigentlich wollen wir doch nach Himmelsspitze, nicht ins Hügelland. Willkommen! Alter Scharlachtan hier, du. Waren wir es denn? Da hier, Himmelsspitze. Vorwärts. Wir haben in der Stadt noch einiges zu tun, unter anderem die letzten Hütten, die noch stehen, niedermachen. Das sollten wir aber mit Leichtigkeit schaffen. Wie gehen wir denn vor? Also ich würde mal sagen, wir nehmen uns 15 von denen mit. Ein paar von denen. Obwohl, wir schicken mal jeweils 2 zurück. Und holen uns noch 4 blaue, falls wir Todesopfer haben, nicht wahr? Verschwindet! Geht mir aus dem Weg! Vernichtet alles, was von selber stehen kann und so. So viele verlorene Leben, so viel Lebenskraft für euch. Ich denke, damit haben wir die 200 weg, ne? So viel verlorene Leben, so viel Lebenskraft für euch. Ihr seid der schlimmste Feind des Menschen. Damit dürften wir das Maximum erreicht haben und müssen rein theoretisch keine Bauern mehr meucheln, was wir natürlich bei Gelegenheit gerne trotzdem mal machen können, nicht wahr? Das ist ja auch ganz schön. So, über die geöffnete Truhe. Ah, das ist also Ferdinand, einer der Helden, der auf unserer Liste steht. Hallo. Ich weiß, ich muss es nicht, aber ich habe gerade Freude dran. Vorwärts. Ja, vernichtet alles. Jetzt kommt aber wirklich erstmal zurück. Denn wir haben zunächst etwas anderes zu tun. Uns wurde ja berichtet von einer geheimen, magischen Schmiede in diesen unteren Straßen. Oh. Tötet alles! Jetzt kommt schon, das ist nur ein Käfer. Ein Kifferling. Oh. Tötet alles! Käfer! Ihr sollt den Käfer töten. So, meine Roten. Dann kümmert euch mal drum, dass wir da unten hinkommen. Ich danke euch. Die unteren Straßen, Teil 2. Alle! Tötet, zerschlagt, zertrümmert. Oh, hier wird einem ja wieder richtig was geboten. Unter anderem wieder hässliche, widerliche, stinkende Pilze. Wie ich sie hasse, diese Pilze. Ah, oh, wie ich sie hasse. Peter mag keine Pilze. Gibt's hier hinten noch was Spannendes? Ne, gut. Dann werden wir uns wohl hier entlang begeben müssen. Verschwinde! Hier haben wir auch noch so ein Zeug.
Ah, da ist schon der erste Ferdinand hier. Klaus Günther auch dabei. Was? Da kommen ja immer mehr. Da kommen immer mehr Leichen raus. Ach nee, da kommt gar nichts mehr, okay. Dann zertrümmert mal die restlichen Fässer da hinten. Na? Kommt schnell zurück hier. Ja, ihr sollt euch eigentlich nicht mit dazustellen. Ihr sollt eigentlich angreifen gehen. Dafür seid ihr doch da. Los, tötet sie. Gut. Ah, Hilfe. Jetzt wird man hier schon heimlich von hinten überfallen. Ihr wählt alle. Ich wähle alle. Nehmt euch alles, das ihr gebrauchen könnt. Hier auch. Wenn ihr was braucht, holt es euch weg. Pilze! Vernichtet sie! Oh, hallo. Hier ist ja inzwischen wieder ganz schön was los. Na los, verschwindet. Es scheint, als wäre jetzt Ruhe. Meine Roten reagieren auf nichts. Das ist ganz gut. Hier kommen wir noch nicht weiter. Rote! 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 Ne, 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 ne. Ne, ne, ne! So. Ah nein, ich wollte ihn nicht zurückholen. Oh jemine. Was ist denn hier los? Meine ganzen Tasten sind blockiert. Tötet sie. Tötet alles, was sich bewegt. Tötet alles. Ah, Geld. So. Das lief doch eigentlich ganz gut, ne? So, jetzt treten wir hier am Rad. Ah, hier steht noch eine kleine Fässerlein. Ein kleines Fässerlein steht einsam und verlassen umher. Herrlich, herrlich, herrlich. Lass die ruhig ein Stück hierher. Kommt da noch ein bisschen was nach? Nö, ist der letzte. So, dann könnt ihr jetzt auch mal feuchtfröhlich hier alle kaputt hauen. Bringt das alles her. Lebensenergie. Na, 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 na. Wo wollt ihr denn schon wieder hin? Das ist, wenn ihr vorausrennt. Das ist nämlich nicht gerade ungefährlich. Müsst ihr euch doch mal merken, Mensch. Ah, hier ist... Ih, Pilze. Peter mag keine Pilze. Schafft mir die Pilze aus den Augen. Aus den Augen, aus dem Sinne. Noch mehr Pilze. Oh je, das sieht gar nicht gut aus. Was geht denn hier bitte schön ab?
Emma, bist du's? Ah. Sieht so aus, als ob er in der Mitte ein paar Befehlshaber aufgefressen hätte. Er scheint die anderen zu kommandieren. Vorwärts! Verdammt, der ist immun gegen Feuer. Tut was. Ich dachte, ich kann den jetzt schön abfackeln. Aber das war ja dann wohl nichts. So, damit dürften wir ja wohl die Seuche zumindest mal eingedämmt haben. Weil der hier, der besorgt uns jetzt keine Leiche mehr, der Sack. Macht da mal das Tor auf. Aber zicke zacke. Kommt da hier auch mal das Zeug? Oh, da unten ist auch noch. Macht das alles kaputt. Das kann alles wertvolles Zeug sein. Ach, hier ist ja noch mehr. Haufen Gerümpel. Alles Sperrmüll. Und viel Gold dabei. Man hört es schön klimpern. So, hervorragend. Dann wollen wir mal weitergehen. Spannend eingerichtet hier. Lager der Untoten. Na, was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Abschaum, ein bisschen Müll. Macht es kaputt, weil ich es will. Lass doch nicht das ganze Geld liegen, Mensch. Das kann man noch gebrauchen. Oh, guten Tag, würde ich mal sagen. Töten! Töten! Ach, das ist die Brücke. Sehr schön. Dann sind wir ja auch fast schon durch hier. Das war jetzt recht schlau, ich weiß. Und da ist ein Schmiedekessel. Das ist diese geheime Schmiede, von der die gesprochen haben. Dann wollen wir mal. Wie ich vermutet hatte, Lord. Da ist der Durium-Schmelzofen. Ihr müsst ihn sofort in den Turm zurückbringen. Durium-Schmelzofen. So, Nummer 1 haben wir weg. Vorwärts. So, ey, ihr habt da was übersehen, ne? Das wisst ihr, oder? Ich will die rote Lebensenergie. Schnell. Die wollen sie mir nicht geben. Na, dann haben sie Pech. Los. Nehmt den Schmelzofen, dann nichts wie weg hier. Ich mag Objekte. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Und das freut mich gar mächtig. Haufen tote Bauern. Verdammte Abwasserschächte hier. Nee. Pilze! Vernichtet sie! Ich möchte sie nicht um mich haben. So, wo bleibt er denn jetzt, mein toller neuer Kessel? Da ist er. Schickes Ding, schickes Ding. Na los, bringt ihn her und stellt ihn ab. So. Ihr habt einen Schmelzofen erhalten. Weitere Schmiedeoptionen sind verfügbar. Wunderbar. Zurück zum Turm. Und dann ab in die Schmiede, würde ich sagen. Dort schmieden wir uns dann was richtig schön Neues. In ihm entsteht ein wesentlich robusteres Material, das euch standhafter macht. Besucht die Schmiede und findet heraus, über welche neuen Formen ihr verfügt. Ich bin schon so gut wie auf dem Weg. Nichts wie nach unten. So, aber wisst ihr was? Bevor wir die neue Rüstung sehen, ich weiß, ich bin gemein. Bevor wir uns die neue Rüstung und so weiter anschauen, machen wir noch einmal ein Päuschen.
Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, schmieden uns neue Ausrüstung und dann geht's zurück nach Himmelsspitze. Macht's gut.